Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mit dem biblischen Votum zu Karfreitag begrüßen wir Sie sehr herzlich am Bildschirm zu diesem Gottesdienst. Dieser stille Feiertag ist für viele Protestanten einer der höchsten. In seiner stillen Ausrichtung kommt er diesen außergewöhnlichen Wochen doch eigentümlich nahe. Das Leid, das Jesus auf sich nimmt, diesen sinnlos schrecklichen Tod, den er stirbt, diese freiwillige Hingabe haben Christenmenschen seit Anfang an auf sich bezogen. Wenn ihnen Leid und Verzicht aufgezwungen war, haben sie sich im Kreuz Jesu wiedergefunden, haben darin Kraft und Hoffnung gespürt, das Auferlegte auszuhalten, um damit leben zu können. Gott ist mir nahe. Christus ist bei mir. So wurde dieses Gefühl, diese Erfahrung mit dem Kreuz Christi durch die Jahrhunderte beschrieben. Auch wir sollen und dürfen heute diese Erfahrung machen. Wenn wir unsere Rücksichtnahme, unseren Verzicht, unsere Angst im Kreuz wiederfinden, auch wenn es keine erklärende Antwort ist, aber Kraftquelle und Mut, das Schwere anzunehmen und zu tragen. So verbindet das Kreuz Himmel und Erde, Gott und die Menschen. Jesu Kreuz uns zugute. Auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie diesen Gottesdienst mit uns gemeinsam feiern möchten. In diesem Gottesdienst wirke mit mein Kollege Pfarrer Karl-Heinz Geil, stellvertretender Dekan. Mein Name ist Dieter Wendorf, Pfarrer hier in der Kirchengemeinde in Birkenau. Mitwirken wird in diesem Gottesdienst noch Sibylle Zierold, Predikantin hier in der Kirchengemeinde. An der Orgel ist Christiane Gürtler und den Gottesdienst gesanglich wird begleiten Guido Degen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören nun und laden Sie ein, mitzusingen, das Lied 545, die Strophen 1 und 2. 545, 1 und 2. Sie hören Verse aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts
doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfest du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Gott, das Kreuz Jesu steht uns vor Augen. Verstehen können wir das nicht, was Menschen ihm angetan haben. Wir können auch nicht verstehen, was Menschen heute einander antun. Wir können nur bitten, das Bedrückte, Beladene, Gebeugte, Geängstigte in seinem Kreuz Kraft und Hoffnung für ihr Leben finden. Dass sie sich von deiner Liebe getragen wissen, Gott, und Christus an ihrer Seite spüren. Dies bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren gekreuzigten und auferstandenen Herrn und Bruder. Amen. Sie hören die Lesung zum Karfreitag aus dem Markus-Evangelium, Jesu Kreuzigung und Tod. Und sie kreuzigten ihn, und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten ihn mit zwei Räubern, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama sabtani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus.
Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses, und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Amen. Friede sei mit euch und Gnade von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. In diesen Tagen sah ich das Bild von einem Kreuz, das mich fasziniert hat. Ich möchte es Ihnen einmal zeigen. Der Anblick ist schwer auszuhalten. Dieser Körper wurde fürchterlich zugerichtet. Er hängt festgenagelt an einer Astgabel. Die Arme zum Zerreißen gespannt, der Kopf tief auf die Brust geknickt, erstickt. So sieht der gekreuzigte Jesus in der Marienkirche zu Andernach aus. Man sagt, es sei ein Pestkreuz. Aus Ungarn stamme es. Es kann sein, dass es von Pilgern schon vor dem Schwarzen Tod nach Andernach gebracht wurde. Doch in jedem Fall erinnert es an die Zeit, als in Europa eine der schlimmsten Epidemien wütete, das war im 14. Jahrhundert. Wer in die Kirche kommt, sieht dieses Bildnis von Weitem schon. Wenn es beleuchtet wird, wirft es einen gespenstischen Schatten auf die Wand in seiner Nische. Ein ausgezehrter Leichnam.
Es braucht Mut, sich ihm zu nähern, zumal er schrecklich echt aussieht. Das Gabelkreuz macht ihn noch realistischer, denn wir ahnen, dass die meisten Kreuze in unseren Kirchen abstrakte Beschönigungen sind. Das hier ist anders. So lebensecht, nein, todesecht. Menschen kommen in die Kirche, um die Schönheit der Architektur, den Schmuck an Wänden und Fenstern zu bewundern, damals wie heute. Doch vor diesem Kruzifix verlangsamt sich der Schritt. Es zieht magisch an, es stößt ab. Wir können uns das kaum vorstellen, was das bedeutet hat damals, die Pest im Mittelalter. Ein Drittel der Bevölkerung fand den Tod. Das würde bedeuten, heute in Deutschland 26 Millionen Menschen oder für Birkenau über 3000 Menschen gestorben. Die Pest kann man natürlich nicht vergleichen mit SARS oder Corona. Dennoch denke ich, man kann von den Erfahrungen, die die Menschen damals gemacht haben, etwas für heute gewinnen. Und dabei kann uns dieses Pestkreuz helfen. Denn dieses Pestkreuz beinhaltet ein Geheimnis. Ich zeige es Ihnen nochmal in einer Nahaufnahme. Wenn wir das Pestkreuz nämlich ganz nah anschauen und uns direkt darunter stellen und Jesus in sein Gesicht blicken, dann können wir vielleicht entdecken, dieser Jesus lächelt. Man ahnt, wenn man dort genau hinschaut, seinen sanften Blick durch die halb geschlossenen Augen, als würde er freundlich ein Ach auf den Lippen haben. Ich habe mir das längere Zeit angeschaut, dieses Pestkreuz und in diesen lächelnden Jesus, und dann hat mich dieses Lächeln an etwas erinnert. Ich habe ja schon einige Menschen in den Tod begleitet, und bei recht vielen habe ich erlebt, dass sie direkt vor dem Sterben genau dieses Lächeln hatten. Manche haben noch den Blick erhoben und haben noch weit weg geschaut, als wenn sie dort oben jetzt etwas sehen, was uns verborgen ist. Wie so jemand, der einen Berg hinaufsteigt und oben in das Land danach sieht. So ein Lächeln voller Weisheit. Von einer Weisheit, die wir selbst nur ahnen können, so eine Weisheit, die einen offenbar lächeln lässt, du bist gehalten. Du kannst nicht tiefer fallen, als wie in Gottes Hand, heißt es in einem Lied. Und vielleicht ahnen wir, darum hat Jesus gelächelt auf diesem Kreuz in Andernach, auch wenn er gerade furchtbar litt. So ein wissendes Lächeln, wissend darum, was eigentlich zählt. In der Bibel wird beschrieben, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Vielleicht meint das, wenn wir Jesus anschauen, wie er mit Weisheit gestorben ist, dann kann das auch für mich heute bedeuten, der Tod hat auch für mich nicht die absolute Macht, sondern ich bin gehalten, auch wenn mein Körper stirbt. Die Menschen damals in der Zeit der Pest haben das offenbar geahnt. Und diese Ahnung kann uns vielleicht auch heute helfen. Ich wünsche Ihnen von Herzen dieses ganz tiefe innere Vertrauen. Und Gott, der Gott des Friedens, segne Sie. Amen. Thank you.
Lassen Sie uns miteinander und füreinander beten. Herr Jesus Christus, gib uns den Mut, dein Kreuz anzusehen, die Kraft, dies auszuhalten, wofür es an Schmerz und Leid steht. Hilf uns, das Kreuz in seiner tiefen Bedeutung zu erkennen und zu verstehen, als Zeichen deiner Menschenfreundlichkeit und Liebe. Darin willst du uns befreien, Gott, freimachen von unseren Verstrickungen in Schuld und Versagen. Willst du uns freimachen, deiner Vergebung zu vertrauen, deinem Wort zu folgen und aus der Kraft der Liebe unsere Kreuze zu tragen und dir nachzufolgen. Bis in den Tod hinein hast du für die Deinen gesorgt. So bitten wir dich für alle, die zu uns gehören, die uns lieb und wert sind. Und wir bitten für die, die uns zu tragen geben. Wir bitten für die, die Verantwortung haben und Entscheidungen treffen müssen. Stärke sie in ihren Aufgaben und lass sie das Wohl der Menschen im Blick haben. Wir bitten für alle, die unter Krieg, Verfolgung leiden, für die Heimatlosen und Entwurzelten. Wir bitten für die Machthaber, die das verursachten, und für die, die sich daran bereichern. Wir bitten dich für unsere Gemeinden, für deine Kirche weltweit. Lass das Kreuz Jesu und seine Auferstehung die Mitte unseres Glaubens und Lebens bleiben, dass wir deine Liebe und Treue darin bezeugen, in Nächstenliebe zeigen, zur Versöhnung beitragen in dieser zerrissenen Welt. Gönnen wir uns einen Moment der Stille, dass jeder und jede Gott das anvertrauen kann, was ihn und sie ganz persönlich bewegt. Das, wofür wir keine Worte finden, nehmen wir mit hinein in die Worte, die uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören nun das Lied Nummer 9 aus dem EG Plus, die Strophen 1 bis 5. Zweifelst mit an unserem Kreuz, du stirbst.
stirbst auch unseren Tod. Im Wahnsinn unseres Handelns, im Krieg, der uns bedroht, du weinst mit uns an unserem Kreuz, du stirbst auch unseren Tod. Du weinst auch mit uns unserem Kreuz, du stirbst auch unseren Tod. In Nächten des Alleinseins, in Tagen ohne Brot, du stirbst mit uns an unserem Kreuz, du stirbst auch unseren Tod. Du stirbst mit uns an unserem Kreuz, du stirbst auch unseren Tod. Im Sturm, der nicht zertrümmert, im Schutz für unser Boot, du steigst mit uns von unserem Kreuz, besiegst auch unseren Tod. Du steigst mit uns von unserem Kreuz, besiegst auch unseren Tod. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Amen. Amen.